Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Ihres SWF-Journals. Wir haben für Sie folgende Themen in dieser Woche vorbereitet. Ausstellungseröffnung Spreewälder Ammen und Kindermädchen. 16. Spreewald-Marathon in der Region. Landkreis OSL lud zu Workshops für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein. Steppi, der Weißstorch-Erlebnistour in Lübben. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. LDS unterstützt Kunst und Kultur. 47 kulturelle Projekte werden in diesem Jahr mit insgesamt 120.000 Euro aus dem Kreishaushalt unterstützt. Landrat Stefan Loge und Kulturdezernent Carsten Sass übergaben am 19. April in Lübben die Fördermittel an Vertreter von Vereinen, Initiativen und Gruppen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement die Kunst- und Kulturszene im Landkreis Dahme-Spreewald bereichern. Neben der Freude über die finanzielle Unterstützung bot das Treffen der Kulturschaffenden vor allem auch Gelegenheit, die eigenen Projekte vorzustellen und sich gegenseitig kennenzulernen. Am 15. April wurde eine Ausstellung im Heimatmuseum Dissen eröffnet. Spreewälder Ammen und Kindermädchen in Berlin heißt die neue Ausstellung im Heimatmuseum Dissen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Wendischen Museum Cottbus und dem privaten Sammler Meto Novak. Sie berichtet, warum die Frauen in die Großstädte gingen, unter welchen Lebensumständen sie dort arbeiteten und wie es ihnen bei der Rückkehr in die Heimat erging. Die Ausstellung gibt Einblicke in das Leben der Ammen und versucht, Einzelschicksale zu beleuchten. Zur Ausstellung sprach Meto Novak, der eine Auswahl historischer Druckgrafiken aus seiner Sammlung präsentiert. Die musikalische Umrahmung übernahm das Akkordeontrio des Konservatoriums Cottbus. Tausende Teilnehmer zog es vom 20. bis 22. April in den Spreewald, um sich sportlich zu betätigen. Erfolgreich sein wollen in Kiel. Vom 20. bis 22. April fand zum 16. Mal der Spreewald-Marathon statt. Beim Laufen, Radfahren, Walken, Wandern, Paddeln und Inlineskaten war für jeden etwas dabei. Laufen, Radfahren, Walken, Wandern, Paddeln und Inlineskaten. Diesen Sechskampf gibt es nur im Spreewald. An diesem Wochenende herrschte in Lübbenau, Lübbenburg und Straupitz wieder ein Gewimmel im Wasserlabyrinth. 10.615 Voranmeldungen waren für den Spreewald-Marathon registriert. Das sind 411 mehr als im Vorjahr. Und da waren 12.216 Teilnehmer bei den verschiedensten Wettbewerben dabei. Wobei das im Spreewald fast die falsche Bezeichnung ist. Denn hier stehen weniger der Wettkampf als vielmehr das Mitmachen und Freude haben im Vordergrund. Ja, ganz klar, die Entwicklung ist unwahrscheinlich toll und gut, denn von Jahr zu Jahr hat sich die Teilnehmerzahl auch hier in Lübbenau gesteigert. Und so ist es natürlich auch in Lübben, in Burg und gestern auch in Straupitz mit neuen Rekordzeiten über die Sprintstrecke im Skaten und im Radsport. Also alles ist wunderbar und heute bei diesem 16. Spreewald-Marathon ist es so, dass wir ein traumhaftes Wetter haben, gute Stimmung. Jetzt werden gleich die Kinder starten, die Wanderer sind schon auf der Strecke und die Skater. Also eine großartige Sache von Achim Weidner mit seinen vielen, vielen Helfern sagen wir ein großes Dankeschön. 33 Wettbewerbe wurden angeboten. 10 im Laufen, 8 im Radfahren, je 4 im Walken, Wandern und Paddeln und 3 im Inlineskaten. So wurden insgesamt 864 Kilometer zurückgelegt. Die Läuferkarawane nimmt allein 2 Kilometer in Anspruch, wenn sie sich in Bewegung setzt. 90.400 Trinkbecher wurden bestellt. Mehrere Lkw-Ladungen machten sich auf den Weg in den Spreewald. Denn Sportler haben Hunger und genießen auch das Schlemmen.
5000 Bananen, 3400 Äpfel, 200 Fässer à 10 Kilo Spreewaldgurken in verschiedenen Sorten, aber auch Leckereien wie Pfannkuchen, Windbeutel, Mini-Donuts, Kekse, Apfelmus, Erdbeeren und diverse Kuchensorten wurden gereicht. Allein 90.400 Trinkbecher warten darauf, mit Getränken gefüllt zu werden. Da gab es nicht nur 5000 Liter Freibier und Radler, sondern auch Tee, Kaffee, Apfelschorle oder Sekt. Wir haben ja insgesamt 15.000 Sportlerinnen und Sportlern, die in Vereinen im Landkreis organisiert sind und sich mit ihrer sinnvollen Freizeitbeschäftigung fit halten wollen. Von daher ist der Sport ein ganz wichtiger Bestandteil in unseren Städten und Gemeinden, letztlich für den gesamten Landkreis Ursel. Sportfrei. Und die Siegermedaille hat natürlich die leicht gebogene Form einer Krücke. Je nachdem, wie viele Kilometer zurückgelegt werden, gibt es sie in grüner, bronzener, silberner und goldener Ausführung. Deutsch-polnische Informationstour. An der Informationsfahrt in den polnischen Partnerkreis Wolsztyn nahmen im April im LDS ansässige Unternehmerinnen und Unternehmer, Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung Lübben und der Kreisverwaltung Dahme-Spreewald sowie Stadtverordnete und Kreistagsmitglieder teil. Deutschland ist mit Abstand Polens wichtigster Handelspartner, vor allem in den Bereichen Lebensmittel und Agrarprodukte. Am ersten Tag wurden die Besucher persönlich von Wolsztyns Bürgermeister empfangen und durch mehrere Unternehmen der Gemeinde geführt. Am zweiten Tag konnten sich die Teilnehmenden in Begleitung eines polnischen Landrats von der breit aufgestellten Unternehmerlandschaft weiterer Gemeinden ein Bild machen. Die Gäste waren von dem hohen Standard der ausgezeichneten Arbeitsqualität in den Unternehmen als auch von den hochwertigen Produkten sehr angetan. Seit dem 23. April ist das Trio der Erlebnistouren für Kinder in Lübben komplett. Nun ist das Trio der Erlebnistouren für Kinder in Lübben komplett. Denn am 23. April um 9 Uhr wurde die Tour Steppi der Weißstorch den Kindern der 2. Klasse der sportbetonten Schule in Lübben vorgestellt und sie konnten sich auf die Spurensuche begeben. Ja, also die sind wichtig, finde ich. Einfach, wenn man hier so im ländlichen Raum lebt, dann ist man ja ständig in Berührung mit den Tieren draußen und den Pflanzen. Und insofern sind wir ziemlich stolz, dass wir nun die dritte Tour haben. Steppi, den Weißstorch, nachdem vorher die beiden anderen dann schon bereit waren. Und ja, ich freue mich, dass das jetzt losgeht hier. Auf der Tour gilt es, gewisse Antworten zu finden, um den Fragebogen, den sie in die Hand bekommen haben, zu beantworten. Am Ende der Tour kommen sie wieder zum Startpunkt zurück und können dort die Richtigkeit ihrer Lösung kontrollieren. Diese Touren sind in Kooperation mit Naturschützern erarbeitet worden. Wer Fragen hat oder Buchungen tätigen möchte, kann sich gern an die Mitarbeiter der Touristinformation in Lübben auf der Schlossinsel melden. Busfahren verbindet. In Summe fast 770 Haltestellen umfasst das Netz des Regionalverkehrs Oberspreewald-Lausitz und der Stadtverkehre Senftenberg und Lübbenau. Bedient werden alle Orte ab 100 Einwohnern. Bis zu 2,8 Millionen Fahrplankilometer legen die Busse so innerhalb eines Jahres zurück. Ein Großteil der Fahrzeuge ist barrierefrei. Dennoch gibt es vereinzelt, insbesondere bei Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Hemmnisse und Unsicherheiten im Hinblick auf die Nutzung des Nahverkehrs. Um darauf zu reagieren, lud der Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz und dem Dienstleister für den Busverkehr der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck MbH an 3 Terminen im April unter der Überschrift für mehr Mobilität, damit sie sicher ans Ziel kommen, zu sogenannten Mobilitätstrainings ein. So auch am 16. April in Vetschau.
Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass insbesondere in den ländlichen Teilen der beiden Landkreise auch dort das Mobilitätsangebot im ÖPNV nicht unbedingt als schlecht wahrgenommen wird, sondern vielerorts Informationsbarrieren bestehen. Das reicht von dem Thema, wo finde ich eigentlich einen Fahrplan und wie lese ich ihn, bis hin zu praktischen Themen, wie steige ich beispielsweise für immobile Bevölkerungsgruppen mit einer Gehhilfe in einen Bus rein, damit ich sicher in den Bus reinkomme, mich dort sicher aufhalten kann und dann auch sicher wieder aussteige. Dabei können an einem eigens für die Termine freigestellten Bus ohne Zeitdruck und Scheu praktische Übungen realisiert werden. Gezeigt wird unter anderem, wie der problemlose Ein- und Ausstieg mit Rollator, Rollstuhl, Gehhilfe oder auch Kinderwagen gelingt. Fachkundiges Personal beantwortet Fragen und gibt Hinweise zur Planung von Busfahrten sowie zum richtigen Verhalten in und an den Fahrzeugen. Ja, ich denke mal, das ist ganz wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger im Alltag zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, gerade im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, den wir als Landkreis ja vorhalten. Wir hatten heute hier einen theoretischen Teil und dann im Anschluss einen praktischen Teil. Von daher haben die anwesenden Vertreter unseres Instituts IGIS aus Berlin, der Verkehrsgesellschaft, aber eben auch des Landkreises den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern gezeigt und aufgeführt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt und vorbereitet auf das, was schon da ist und dann auch in der weiteren Folge noch kommen wird, weil über 60% unserer Busse haben einen behindertengerechten Zugang. Wir haben uns also quasi mit dieser Thematik befasst und ich glaube, wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Möglichkeiten es gibt, werden sie diese auch nutzen. Die Idee zum Mobilitätstraining ist entstanden im Rahmen des bundesweiten Modellvorhabens Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen, an dem die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße als gemeinsame Modellregion teilnehmen. Dabei erarbeiten die Landkreise ausgehend von ihrer regionalen Bevölkerungsentwicklung und ihrer längerfristigen Entwicklungsbedingungen innovative Konzepte, mit denen in Zukunft sowohl die Daseinsvorsorge und Nahversorgung als auch die Mobilität gewährleistet werden können. Zusammengeführt werden sowohl standortplanerische als auch verkehrsplanerische Ansätze. Näher an die Tür treten. Wir haben jetzt hier also, wie Sie ja auch schon gesehen hatten, diesen gelb markierten Bereich. Das waren die Nachrichten aus Ihrer Region. Haben Sie Wünsche oder liegt Ihnen ein Thema besonders am Herzen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr SWF-Journal einschalten.